Moin Moin, ihr Lunken. Ja, eine kleine Einleitung. Ich habe schon lange gesucht, das vermeintlich perfekte Neckknife für mich. Und ich glaube, ich habe es langsam gefunden. Ich wurde quasi dazu gedrängt von einem Kumpel, mir das doch zu holen. Ich war zuerst immer so ein bisschen skeptisch. Ja, ich bin seinem Rat zum Glück gefolgt. Es gab ein passendes Angebot vom anderen Kumpel. Ja, irgendwie schließen sich die Kreise immer wieder. Und ich habe es mir dann geholt. Mein Neckknife. Ja, wie man sieht, sieht man nichts. Und genau das finde ich auch klasse. Gerade so für den Alltag. Gut, jetzt habe ich eine Jeanshose an. Allerdings, wenn man jetzt so eine ganz enge anhat, so eine Stretch-Jeanshose, hauteng, dann möchte man ja auch nicht allzu viele Taschen haben. Ich habe jetzt gerade nichts drin. Hier ist nichts drin. Und außer meiner dicken Wampe ist jetzt nicht wirklich viel zu sehen. Und das finde ich einfach herrlich. Ja, es trägt nicht auf. Hol es kurz raus. Da ist es, das gute Stück. So habe ich es dann tragen und es ist wirklich angenehm, man merkt es nicht. Wie es im Videotitel schon steht, handelt es sich hier um das Tiny von UG Tools. Ja, ich glaube, für den Rest, bis man immer nur mein Kinn sieht oder sonst was, wechseln wir wohl eben auf den Tisch und gucken uns das Teil mal genauer an. Bis gleich. So, da ist es, das gute Stück. Ohne mein seltsames Gesicht. Entschuldigung für das Licht, aber viel mehr gibt die Sonne heute nicht her. Wir haben den angeblich heißesten Sommer des Jahres. Naja, gut, hier bei uns nicht, woanders schon. Nichtsdestotrotz geht es hier um das Tiny von UG Tools. Wie ich finde, wirklich ein klasse Messer. Ich war in der Anfangszeit ein bisschen skeptisch gewesen bezüglich des Griffes, denn Titan war ja nicht immer so wirklich meine Welt. Ja, das Messer konnte mich eines Besseren belehren. Der Griff, der liegt wirklich gut in der Hand, bis auf einen Schwachpunkt. Wenn man jetzt wirklich vorhat, extreme Arbeiten damit durchzuführen, ist meine Hand hier vorne läuft das so leicht konisch zu. Klar, dann habe ich lieber ein Messer mit ein bisschen mehr Volumen. Aber dennoch für ein Neckknife, so wie ich es trage, oder auch, man kann super in einem Gürtel oder in einer Hosentasche als EDC tragen. Für diese normalen Aufgaben, die macht das Messer alle wirklich hundertprozentig. Da gibt es wirklich nichts zu meckern. Von den Maßen her ein typisches Alltagsmesser. Das ist insgesamt 21 cm lang. Davon fallen 10 cm auf den Griff, auf die Klinge. Und die Klinge ist 2,8 mm dick, somit auch wirklich brutal ausreichend für alle möglichen Situationen, was man so im Leben braucht. Für die Leute, die wirklich gerne rumbetonen und denen die Klinge dann vielleicht ein bisschen zu schmal ist oder zu kurz, da gibt es schon genügend Videos dazu, kann man den Guard hier auch mit reinpacken, dann hier mit draufzimmern, hat auch eine positive Auswirkung auf die Spaltwirkung und das funktioniert wirklich. Wir haben es mal getestet, vor langer Zeit mit einem Tiny vom Kumpel. Und es klappt. Man glaubt es kaum, es klappt wirklich. Ja, wie ich immer sage, man kann mit fast jedem Messer betonen. Das ist, wenn man es richtig macht, ist es nicht wirklich eine Kunst. Aber das mit dem Keil hier, das funktioniert wirklich ganz gut. Gut, zum Betonen benutze ich meine Messer eher weniger. Eher zum Schneiden, Schnitzen und so weiter. Und das von der Klingengeometrie allein schon macht es das Teil wirklich wunderbar. Also vom Anschliff her. Ob man nun seine Nahrung mit zubereiten will, ob man ein bisschen im Holz rumarbeiten will, macht das Messer wirklich alles mit Bravour. Designtechnisch, finde ich, haben die mit dem Messer einen richtig großen Wurf gemacht. Auf der Klinge an sich, da steht nicht viel drauf, da ist komplett blank, auf dem Rücken steht nichts. Hier ist nur die Stahlbezeichnung drauf zu sehen, ganz, ganz klein und minimal und ganz schwach. Finde ich klasse. Das Logo von denen befindet sich hier auf dem Griffrücken. Da sieht man es. UG ist ja wirklich klasse gemacht, kann man nicht anders sagen. Auch eine richtig geile Lösung. Ich habe jetzt mal für das Video hier ein kleines Gebamsel dran gemacht. Das sogenannte Lanyard Hole ist ja normalerweise hier und wenn man nichts generell macht, ist da halt immer so ein leeres Loch. Ja, ist nicht ganz so schön oder wenn das halt von der Dicke und Kürze vom Griff nicht packt, dann stört das Lanyard, wenn man dran packt. Und hier haben sie einfach am Griffende. Geht hier so ein kleines U durch. Ist ja im Druckverfahren hergestellt, der Griff.
Und da kann man das Lanyard mit ein bisschen Mühe wunderbar rumdüseln. Ja, ist finde ich genial gemacht. Ja, von der Lobhudelei muss ich leider ein wenig von abkommen jetzt. Kommen wir mal zur Scheide. Die Scheide, die ist zweckmäßig. Punkt. Eigentlich, ja, nee, die ist zweckmäßig. Punkt. Es gibt, weiß Gott, schönere Scheiden. Die Scheide, die macht, was sie soll. Die hält das Messer wirklich 1A. Die ist auch im Druckverfahren hergestellt worden. Hier ist eine kleine Schraube drin, womit man den Widerstand verändern kann, wie stark das Messer drin sein soll. Also, schätze mal, falls sich auch mal was ausleiht, was bei Kunststoff ja durchaus passieren kann, dass man ein bisschen nachziehen kann. Hinten haben wir hier eine Schlaufe für den Gürtel. Das ist ausreichend breit genug. Dahinter, das kann man jetzt schlecht sehen, doch dadurch so ein bisschen, ist so eine Art, ja, ausgestanzte Sechsecke sind da, welche so ein bisschen Fixierungspunkte am Gürtel wohl hergeben sollen. Machen die auch super. Nachteil ist nur, wenn man so wie ich gerne Ledergürtel benutzt und die Scheide wieder runterzieht, zieht's Kratzer. gut, nicht ganz so fein. Es gibt auch noch verschiedene Adapterstücke dafür, beziehungsweise andere Scheiben mit einer anderen Gürtelaufnahme. Ich habe jetzt nur die Variante hier, ist ja weiter schlimm. Was ich wirklich gut finde, ist, dass sie hier unten halt so ein kleines Loch dran gemacht haben, so dass man hier ein Stück Paracord, eine Kugelkette oder sonst was durchziehen kann, um es halt als Neckknife zu benutzen. Das finde ich wirklich richtig, richtig gut. Ja, und so ein kleines Ablaufloch, sollte mal Flüssigkeit reinkommen. Auch alles top soweit. Ja, mal zu meinen persönlichen Negativpunkten. Muss ja nicht immer jeder so sehen. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlicherweise streiten. Meine Meinung ist zum Beispiel hier die Zielhilfe. Ne? Man drückt ja bei solchen Kunststoff, Kydex-Scheiden und so weiter immer so drauf. Und klar, wenn man die Hand wirklich mal komplett bis manchmal ranhaut und dann passt das so, aber so wie ich ein Messer meistens packe, wenn ich blind packe, dann packe ich meistens irgendwie so, dass ich gerade habe und will es dann rausdrücken. Also, ja, sucht man hier was vergeblich. Ja, hätte ich mir weiter oben gewünscht. Was ich wirklich nicht verstehen kann, die Jungs, die haben sich hier bei dem Messer designmäßig so viel Mühe gegeben, wie ich finde, mit den dezenten Aufdruck mit ihrem Logo und ja, dann kommt diese Litfaßsäule zum Vorschein. Das Logo hier riesengroß drauf, wie ein Ritter damals sein Wappen auf dem Schild getragen hat. Dann hier nochmal UG-Tools drauf. Dann das ganze Ding umdrehen, nochmal 3D-Titan Inside. Ja, hier wäre auch noch ein bisschen Platz gewesen, was drauf zu packen. Ne? Oder, weiß nicht, hier noch, ein kleiner Spruch. Ja, nee, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen zu viel des Guten. Also vor allen Dingen passt es nicht zum Rest, wie ich finde. Aber gut, das ist jetzt wirklich nur meine Meinung. Sonst, ja, die Scheide ist wirklich zweckmäßig. Die macht ihre Aufgabe, was es heißt, das Messer aufzunehmen und die Klinge zu schützen, will ich hundertprozentig. Das Schöne ist, da wackelt wirklich nichts. Wiegt auch ja, fast nichts. Dennoch etwas Schlichteres. Kydex muss es ja nicht immer sein, aber etwas Schlichteres hätte mir doch wohl besser gefallen. Würde zur Optik vom ganzen Messer eher passen. Ja, das soll schon gewesen sein. Jetzt meine Meinung zu dem Tiny von UG Tools. Es kursieren ja mittlerweile Videos ohne Ende davon im Netz. Sehr gute, auch viele, die zeigen, was damit alles so möglich ist. Ich mag's und wollte euch nur meine Meinung dazu eben kundtun. Ich wünsche euch was. Munter bleiben.